scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Das war nicht so eine positive Geschichte, deswegen glaube ich, dass Jean-Marie noch eine positive für uns hat. Aber auch das sollte ein bisschen aufrütteln, hoffe ich ja für euch. Die Frage habe ich mir immer gestellt, lieber Ovidio, warum lachen wir immer mit tragischen Geschichten? Ist doch komisch, wenn jemand über eine Bananenschale fällt, dann lachen wir, ja? Aber, und warum lachen wir nicht immer? Also ich habe eine kleine Geschichte. In den Herbst entdeckten italienische Fischer eine Luxusjacht, die im Meer treibt. Ja. Und auf dem Schiff befand sich niemand. Poh, die Behörden glaubten an ein Verbrechen. Schließlich ergab sich, die 8 auf der Yacht befindlichen Menschen hatten ein Bad genommen. Man konnte sogar noch feststellen, wann sie es getan hatten. Um Mitternacht. Nach einer Party, Whisky und Gläser standen noch auf dem Tisch. Die Menschen sind ins Wasser gesprungen, um sich zu erfrischen. Wahrscheinlich nach nackt. Denn Badeanzügen und Badehosen lagen auch auf dem Deck. Sie sprangen von der hohen Yacht. Aber sie hatten vergessen, die Leiter herunterzulassen. Ja, also wir können darüber natürlich wahnsinnig viel lachen, aber so ist es. Wir lachen meistens über tragische Sachen, nur wenn es bei uns natürlich nicht der Fall ist. Aber wenn es abstrakter wird, dann wird es nicht mehr so tragisch. Ja? Also wir Menschen sind schon komische Wesen. Also doch Clowns. Doch. Ja, und es weiß ja keiner, wie dieses Ding leben geht, wie ich gesagt habe. Eigentlich hat... Wir stochern alle im Dunkeln, aber manche machen es ziemlich gut.